Ihr habt mich missverstanden. Ich habe nie die Aussagen seiner Magnifizenz Arakorium kritisiert, nur seine Art. Kerima Al-Kadim, Erbsäbtissin der Drakoniter zu Kunchum. So steht ihr vor den Leichen, die Raphim von den Echsen übrig gelassen hat. Blickt euch um. Weiteres Blut, was das Unwasser unter euch drängt. Die Speere, die ein letztes Mal zerbrochen werden, die über und über auf Raphim stecken, wie ein Igel sieht er aus. Und so könnt ihr euch wieder sammeln. Ich sagte ja, kein Problem. Wenn es den Herren genehm ist, würde ich gern weggehen. Ja. Nun, wir halten es ebenso. Wir haben euch geführt und werden hier warten. Näher ins Unheiligtum vordringen werden wir nicht. Ihr solltet den Weg von hier aus alleine finden und maraskanische Schönheit solltet ihr hier nicht mehr finden. Weder Flora noch Fauna. Das hat nichts mehr mit der Schönheit der Welt zu tun, Bruder, Schwester. Geht einfach den Gruben entlang und ihr werdet die Pyramide oder das, was von ihr übrig ist, finden. Ja, diese Drachen sehen tatsächlich mehr wie das aus, was man uns beschrieben hat. Nun, auf geht's. Nun, auf dass wir uns wiedersehen. Möget wer auch immer auf euch herabblickt, euch gnädig sein. Wo wollt ihr hin? Wir werden hier warten. Immerhin. Ja. Achso, ich habe mich von Dapetit verstanden gerade. Wir werden hier auf euch warten. Beziehungsweise wir werden die Seile wieder anbinden und oben auf euch warten. Dort werdet ihr uns wiederfinden, solltet ihr es überleben. Wenn ihr nach einem Tag nicht mehr hier seid, brechen wir auf. Gut. Also, ja, Dunga, passt für mich auf diesen Speer, nimmt für mich auf diesen Speer acht. Ich werde ihn meiner Sammlung beifügen wollen, aber er ist immer noch ziemlich, ja, fast schon heiß. Aufpassen. Es handelt sich bei diesen Speeren nicht um ein natürliches Objekt. Ein solches wäre zu Asche zerfallen. Heißt das, es ist magisch? Nein. Sondern? Nun, vermutlich ruht eine andere Kraft darauf. Kapitän, was denkt ihr? Links oder rechts? Schauen wir links und rechts um. Da lang. In Richtung des Meeres, von hier aus. Ihr könnt es an dem Einschlag erkennen. Die Tentakel des Yonaho. Sie führen alle ins Meer. Und alle zur Pyramide, die er zertrümmert hat. Ich würde mal in die Richtung gehen, aus der die Exzeug kommen, wahrscheinlich. Ja. Ich muss gestehen, sollten diese Gräben wirklich durch einen Tentakel-Einschlag gekommen, entstanden sein? Sagen wir einfach, dass dieses Maß nicht mit den Beschreibungen übereinstimmt, die man Yonaho in der Neuzeit, wenn ihr es so nennen möchtet, zuschreibt. Kurios. Mich wundert auch, dass er... Ja, denkt ihr, er hat die Pyramide zerstört? Da steht zu vermuten. Ich vermute derzeit viel eher, dass es eine andere Ursprung für diese Formationen gibt und sich diese Sage erst hinterher gebildet hat, wie so vieles. Ihr wisst schon, so wie die 23 Berge, die nach lokalem Volksmund angeblich Sumustiten sind. Selbstverständlich über den ganzen Kontinent verstreut. Ein Archäologie-Mythos also. Wenn ihr denn so wollt. Ist das jetzt entscheidend? Wir sollten gehen. Ich habe keine Lust auf diese Art von Gesprächen zum jetzigen Zeitpunkt. In der Tat. Also, kommt. Hey, Kapitän, was das angeht, sag Serventino, wenn er dann neben dir her. Ja, doch, schreitet. Verzeiht, die Kleine. Sagen wir. Nebenwirkung der Zauberei. Ihr versteht ja selbst, Feldmodifikationen von Zaubern sind schwierig. Nun gut. Wenn ihr dadurch nicht uns in Schwierigkeiten bringt. Ich werde der Sorge tragen, in Zukunft mehr Vorsicht walten zu lassen. Es ist das erste Mal, dass ich in so einer solchen Art von Gefecht war, wenn ihr die drei Bandschwertfechtstunden, die ich geschwänzt habe, ausklammert. Ich würde mal anhalten vor ihm und ihm einen Finger auf die Brust legen. Denkt dran, wenn wir scheitern, stirbt ihr als nächstes. Warum sagt ihr das, Kapitän? Weil es die Wahrheit ist. Nun, selbstverständlich, aber seid ihr der Meinung, ich wäre mir dessen nicht bewusst?
Wir werden sehen. Ja, am besten stirbt er noch vorher. Ich will nicht, dass das Letzte, was ich rieche, der elende Gestank ist. Gebt der Sache 1-2 Stunden, es vergeht. Kommt. Ich würde die Gruppe weiterführen in die Tiefen der Grube. Ich hole Stollen. Ich hole Stollen Nummer 5 hervor und sprühe unseren guten Diamantes ein bisschen ein. Warum nicht mich? Ich werde sich der Übelriechende hier. Diamantes hat sich über den Geruch beschwert. Für mich ist es logisch, dass ich ihn einsprühe. Boltax. Ja, jetzt ist besser, oder? Was ist das für ein beißender Geruch? Ah, es ist Stollen Nummer 5. Der beste Stollen. Nummer 5. Wirklich, Diamantes, ihr solltet das allmählich erkennen. Ah, ja. Jetzt riecht ihr gar liebreizend. Noch nie so intensiv in der Nase, das... Ja, ihr solltet... Ich weiß nicht, ob es schlimmer oder besser ist. Einatmen und es ganz auf sich wirken lassen, Diamantes. Ihr riecht bezaubernd. Ihr riecht auf jeden Fall intensiv. Ihr wisst schon, dass wir eine Überraschung planen und diese Dinger, durch uns die toten Echsen, können uns vermutlich dreimal gegen den Wind riechen. Ja, dann ist es doch egal. Ja, jetzt vermutlich 4 Meilen. Kommt einfach. Nun, ich denke, das hier war der Trupp, der nach uns ausgeschickt wurde. Aber es sind sicher nicht die einzigen. Aber worauf ich vorhin hinaus wollte, warum sollte der Krake ein Unheiligtum seiner Mutter zerstören? Das ist das, was mich irritiert. Tatsächlich? Dies irritiert euch? Ungezügelte Wut. Nun ja, es heißt, er würde von Faktierern beschworen, um ihre Unheiligtümer zu schützen. Ihr seht, ihr einen Dämonen zu rufen und einen Dämonen zu beherrschen, sind zwei Dinge von sehr, sehr verschiedener Komplexität und Schwierigkeit. Es ist auch einem passablen Beschwörer, vor allem sollte er einen Pakt abgeschlossen haben, wohl sehr leicht möglich, selbst den einzigartigen Yonao zu rufen. Ihm einen Befehl zu geben, der nur dem Bakterier genehm ist, nicht aber dem Dämon, hingegen kommt selten hervor. Es wäre nicht der erste, verzeiht, nicht der erste Beschwörer, der etwas gerufen hat, das er nicht beherrschen konnte. Nun, ich hoffe, dass das kein Anzeichen ist, dass die Pforten, die wir suchen, doch nicht in der Pyramide sind. Aber wir werden es bald sehen. Ich hätte schnell mal vorsichtig mein Artefakt in meiner Tasche, ob es noch da ist. Also ich befingere die ganze Zeit meinen Ring. Ihr könnt dem Weg weiter folgen. Bis zum Meer steigt die Klippe sanft an. Und irgendwann könnt ihr die Auswirkungen dieses Tentakelhiebs mit seinen merkwürdigen Hinterlassenschaften. Es wird weniger. Dafür allerdings könnt ihr dichtes Gras vor euch wachsen sehen, was nicht grün, sondern blau nach oben wächst, fast wie Algen unter Wasser. Bis zu euren Köpfen reicht es nach oben. Nur Rafim kann mit seinem etwas größeren Schritt darüber hinwegspähen, ihr anderen versinkt. Eine gute Tarnung, möchte man meinen. Dann könnt ihr unter euch entlang stolpern, große Steine entdecken, mit seltsamen Zeichen darauf. Sicherlich früher einmal eine große Prachtstraße, die von exischer Hand hierher geführt worden ist. Dann faszinierend. Lasst mich dies einmal sehen. Kann ich jetzt ziffern, was da drauf steht? Es sind Wegsteine. Man preist Yashualai, die Echsen Kerubitz Chor. Zar. Sriff, Sriff. Seht euch dies einmal an. Die Schrift ist völlig anders als auf dem Festland. Nun, nicht völlig anders, aber seht ihr diese Rundungen? Sie sind auf dem Festland meistens als gerade Zinken zu sehen. Das scheint sie mal einen älteren Dialekt zu handeln. Furchtbar spannend. Ich wünschte, wir hätten Zeit, eine Schraffur anzufertigen. Nun gut, lasst euch von mir nicht aufhalten. Noch etwas weiter könnt ihr Rafim folgen, bis sich dann das Gras wieder einmal lichtet und ihr vor den Überresten der Pyramide steht, die ihr schon von oben gesehen hattet. Uralte Steine, zertrümmert,
Steinblöcke, Verzierung, vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden angefertigt, von Satin auf Sörnern abgewetzt und zerschlagen. Überall exische Schriftzeichen, Hieroglyphen, zerbrochene Quader, Steinbalken im Gras, überwuchert von Büschen, Moos, Rankewetzen. Maraskan hat sich den Rest zurückgeholt. Der Marmor selbst, der hier verbaut wurde, ist dunkelgrün. Und vor euch klafft ein offenes Eingangsportal. Wartet. Wir wollen mal diesen Eingang untersuchen, ob es dort irgendwelche magische Zeichen gibt. Ich würde nach Edelsteinen Ausschau halten. Ich werde jetzt garantiert nicht durchstürmen, wenn er mir vorgehen möchte, bitte. Ich würde es von außen betrachten, ich würde nicht durchschreiten, das Tor. Keine Edelsteine, keine magischen Zeichen. Zwar Rissar bzw. Krimk und die Glyphen von Yashua Lai, aber keine Magie, die hier wirkt. Nur der Wind, der dir von dem Loch entgegenweht. Gerüche vom Meer, vom Fisch, von Schweiß, von Schwefel und von Fäulnis. Steht da etwas Bestimmtes über dem Portal, dem Eingang? Nein, du bist der Meinung, dass dies wohl auch nicht der ehemalige Eingang in die Pyramide war, sondern irgendetwas, wo man bereits tief im Inneren der Pyramide gewesen wäre, würde sie an dieser Stelle noch stehen. Dieses Tor hier war vormals vermutlich innerhalb der Pyramide. Welche Kraft hier gewirkt haben muss. Ich glaube, ich wäre weniger beunruhigt, wenn es bewacht wäre. Und Zulamin sieht sich wachsam um, lauscht, ob es irgendwelche Anzeichen von Feinden gibt. Keine. Nun, wir sind jetzt hier, wir sollten hineingehen. Ich denke auch. Ich weiß, es ist vermutlich nicht viel wert, aber sollten wir auf die örtlichen Einwohner treffen, überlasst mir vielleicht das Reden. Lieber auch, Krimp? Krimp ist keine Sprache, Kapitän. Ihr meint das Ersa. Ich sag ja genau. Ich hoffe nur, dass ich den lokalen Dialekt hinreichend verstehen kann. Warten wir es ab. Dann betretet ihr das Innere der übrig gebliebenen grünen Steine. Durch eine Galerie, die ihr nach unten geht, könnt ihr zu einem Buktaeum kommen. Eine würfelförmige Kammer mit 8x8x8 Schritt. Hunderten von Nischen, die eingelassen worden sind, mumifizierte kleine Echsen. In der Mitte des Buktaeums könnt ihr noch einen Schildkrötenpanzer erkennen. Hier hat wohl gerade irgendjemand genascht, während er dann losgeschickt worden ist. Ihr könnt noch etwas Blut von der Schildkröte auf dem Boden finden. Tiergrabkammern in einer exischen Anlage. Ihr könnt dann die Galerie, die Treppe nach unten treten. Diesen würfelförmigen Raum weiter betrachten. Mit den vielen, vielen Echsen. Also, wir gehen jetzt diesen großen Weg so weit entlang, bis wir das Unheiligtum finden, oder müssen wir nach irgendwas direktem Ausschau halten? Unter der Annahme, dass dies ein Tempel der Karibis ist, finden wir das Unheiligtum vermutlich im Zentrum der Tempelanlage. Es ist vermutlich tiefer gelegen, es wird in der Nähe einen Meereszugang haben. Wir sollten einen Gang suchen, der nach unten führt. Ja, es ist auch doch. Wir tauchen müssen, wie wir es so in Janka tun mussten. Das ist ja furchtbar. Es ist nicht einmal gewiss, dass die Pforten alle im gleichen Raum sind. Denn ja, die eine zumindest sollte eher eine Affinität zu Feuer haben. Aber ich denke, die der tiefen Tochter werden wir sicherlich am oder im Wasser finden. Wir werden sehen. Schau mit erst einmal um und halt leise. Vom Buktaeum aus könnt ihr leise weiterschleichen. Bis ihr den Gang geht und an einer Abzweigung trefft. Vor euch ein großer, pentagrammförmiger Raum mit 5 Abzweigungen. In einer davon steht ihr. 4 mögliche Optionen.
Pentagramm oder Hexagramm? Ein Pentagramm. Okay. Ich würde mir mal die Türen, also die Portale, die über der Tür angucken, die Türschürze sozusagen. Sie sind nicht beschriftet. Vielleicht ehemals, aber sind zumindest rausgeschlagen worden. Sind irgendwelche Symbole im Pentagramm, also in den Sternen, Sternzacken eingelassen? Ja, aber du kannst sie nicht erkennen. Schau dir mal diese Symbole hier. Sagen die euch vielleicht irgendwas? Die dort. Guck mal hin. Das ist Zayat? Exisches Kuchas. Kuchas, das kann ich. Du erkennst die Symbole für Zar, für Jiktar, den falschen Wandel oder den Unwandel. Kuchas Ktakre, das heilige schwarze Herz der Wandelbahn. Sat-Uchuch, Schwarzerz. Kulträume, Glyphenkammern, Geburtsräume. Es erscheint mir, als würden sie in diesem Raum die Zar anrufen wollen. Ein merkwürdiger Raum für... Ich denke, es geht ihnen um die Geburt oder vielmehr vielleicht Wiedergeburt, je nachdem, wie ihr es auslegen möchtet. In einem Pentagramm? Nun, wie ich bereits sagte, unterschieden die alten Achas nicht gar so sehr zwischen ihren Gottheiten und den Erzdämonen. Wie ihr es vielleicht daran sehen könnt, dass auch die Karibis bei ihnen den Status einer Gottheit hat. Nun, ich nehme an, sie wussten es nicht besser. Aber wenn ihr das lesen könnt, was in diesen Zacken steht, dann sollten wir uns zumindest nicht verlaufen, oder? Oh, macht euch daraus nicht so viel. Das Kuchas ist eine sehr komplizierte Sprache, die nur in sehr kleinen Teilen entschlüsselt ist. Der Grund, warum ich diese Worte entschlüsseln kann, ist, weil sie in vielen anderen Tempelanlagen ebenso lesbar sind. Und deswegen eine der ersten, die wir übersetzen konnten. Sollten wir auf einen Text stoßen oder ein ungebräuchlicher Slot, fürchte ich, kann ich euch nicht weiterhelfen. Nun, wohin? Ich schnupper mal ein bisschen. Scheint hier irgendwo Meerwasser herzukommen aus irgendeinem der Tore? Irgendwo Richtung Meer zu führen? Hier stimmt alles widerwärtig. Sinnschärfe. Wunderbar. Ich gebe dir mal 4 zusätzliche ASP. Das sind 21 Punkte. Ja, du kannst einen der Räume identifizieren oder einen der Kammern. Allerdings erweckt eine andere, die nach links abzweigt, viel eher dein Wohlbefinden, weil es daher sehr gut rausduftet. Nach Blumen, nach Kräutern. Und ein weiterer, der auf der weiteren rechten Seite liegt, die beiden linkswertigen Räume von euch aus gesehen, duftet ebenso gut. Frische. Ja, riechte das? Als hätte jeder der Kammer ihren ganz eigenen Duft. Der ganz eigene Geruch, der dort rausströmt. Also ich riech nur Stollen Nummer 5. Ja, mittlerweile, ich habe bis eben nichts anderes gerochen, aber jetzt, wenn ich mich drauf konzentriere, stechen mir alle anderen Gerüche, vor allem die liebreizenden, doch um einiges mehr in der Nase, seitdem dieser auf mir liegt. Und ich denke, der liebreizende Duft dürfte uns in die Irre führen. Sucht den Duft, der euch am wenigsten gefällt. Ja, das wäre dann die Kammer da. Riecht nach. Ja, es riecht hier überall modrig, aber wenn ich einen Ursprung herausfinden müsste, dann wäre das auf jeden Fall der Weg. Wollen wir denn nicht herausfinden, ob etwas Gutes da ist? Was Gutes erwartet ihr in einem Unheiligtum? Ich riech's auch. Vorher gucken? Es könnte sich um eine Sinnestäuschung handeln. Es könnte auch einen Bezug zur jungen Göttin geben, die die Echsen ja wohl auch angebetet haben. Aber selbst wenn es so ist, ist das nicht das, was wir suchen. Diamantis, ihr seid doch gut zu Fuß. Warum lehnst ihr nicht einmal um die Ecke und schaut, was in dieser Richtung vor uns auf uns wartet? Eine sehr vernünftige Idee. Ja, da hat er recht. Wir werden sowohl in diesem Raum hier die Stellung halten. Ich denke, das könnte eine gute Strecke sein, aber ja. Tekala, hier, nimm meine Abalone. Sie wird mich nur aufhalten. Dafür bin ich da.
Gut. Bin ich. Sollte ich länger als ein halbes Stundenglas weg sein, dann rechnet wahrscheinlich nicht mehr mit mir. Selbstverständlich kommen wir euch holen. Nicht wahr, Kapitän? Natürlich. Dann war das wahrscheinlich auch der richtige Raum. Dark Abelmir, eine Frage. Wir haben hier ein riesiges Pentagramm auf dem Boden. Würde euch ein solches Pentagramm beim Entschwören helfen? Sicherlich, aber es muss beschriftet werden, wie ich den Zeichen. Nun, wollen wir dann vielleicht die Zeichen anbringen, solange unser guter Diamantis fort ist? Wir wissen nicht, gegen wen wir kämpfen. Tatsächlich könnt ihr euch bei hinreichendem Kompetenzgrad die Anbringung der Zeichen sparen. Es ist noch nicht notwendig. Wir sollten nicht unnötig Zeit hier verschwenden. Ich will nur sagen, wir haben hier ein großes Pentagramm, das uns eventuell noch hilfreich sein könnte. Richtig, aber ihr müsst die richtigen Domänennamen einmeißeln. Dafür haben wir Serpentilio, nicht wahr? Ihr wisst aber nicht, gegen welche Domäne ihr kämpfen wollt. Oh, Papalapap, spart euch den Domänennamen einfach. Es reicht, wenn ihr dort in der Ecke den Tagesherrscher eintragt. Nun. Das scheint mir wenig hilfreich. Nun, dann schlage ich vor, dass ihr noch einmal eine Lehrstunde im Pentagramm annehmt. Könnt ihr es mit Kreide vorzeichnen, dann schneide ich es in den Boden hinein. Vermutlich ist das Schneiden nicht nötig, aber selbstverständlich doch. Wenn es nicht nötig ist, dann werde ich dafür auch keine Kraft aufwenden, aber nun, so könnte es zumindest nicht verwischt werden. Diamantis kann nach wenigen Schritten in den Gang, wo der Duft intensiver und intensiver wird, stehen bleiben. Hinter einem der Wände kannst du eine weitere große Kammer erblicken, in der du weitere Achas entdeckst. Sie stehen vor in den Boden eingelassenen Aquarien oder aber Gärten, wo sie mit großen Rechen arbeiten. Du siehst verschiedene Pflanzen, die sie dort wohl pflücken, anbauen, aussehen. Das muss ein großer Garten sein, unterirdisch angelegt. Kein einziger von ihnen trägt eine Waffe. Ich spähe um die Ecke herum, halte mich an der Wand fest, ein, zwei Lianen, beobachte das Ganze für einige Augenblicke, suche natürlich nach den entsprechenden Waffen, aber wenn ich keine finde, habe ich von hier aus genug gesehen und mache mich dann erst leisen Schrittes und dann wieder etwas schneller auf den Weg zurück. Ja, du hattest wie gesagt nur diese Rechen gesehen oder irgendwelche Dinge zum Anbauen, zum Abschneiden, so kleine Sicheln. Der ein oder andere hatte dann vor sich einen Mörser und ein Pistill, also ähnlich wie ein Alchemist in seinem eigenen Labor, sodass er dann die Pflanzen dort zermanscht und verreibt, wie eine große Apotheke auch. Und dann triffst du wieder auf die anderen. Ja, da seht ihr. Wie lange war er weg? 5 Minuten. Achso, okay. Es ist nicht allzu weit von hier. Wir sollten unsere Stimmen senken, sonst werden unsere sie vielleicht noch daran getragen. Ja, diese Echsen, diese Achats, die sich da begeben, da befinden. Ich konnte sie nicht ganz zählen, aber bewaffnet sind sie nicht. Sie sind wohl damit beschäftigt, einen Garten zu pflegen. Ganze Gewächse, die sie hier unten angepflanzt haben und sich wohl davon ernähren. Also stellen Sie keine Gefahr dar. Sie schienen mir zumindest nicht wie Krieger, und Waffen hatten die auch keine. Na, dann sollten wir sie vielleicht ignorieren. Mhm. Ich denke, dass wir auf der anderen Seite etwas Ähnliches finden werden. Warum geht ihr nicht und bestätigt es für uns? Ich schaue einmal, ich seufze einmal und schaue einmal Richtung Abelmir, damit er das bestätigt. Ich glaube zwar, dass es keinen Zweck hat, aber guckt aber nach. Wie ihr befehlt, Kapitän. Ich möchte, während er weg ist, anfangen, einen Bandkreis zu zeichnen in der Mitte des Pentagramms. Dann gib mir mal einen Mal- und Zeichnenprobe und Diamant ist eine Schleichprobe. Alles klar,